Ein Ruck fährt durchs Schiff. Rosenstock taumelt gegen die Tür des Büros. Er bekommt einen Eisengriff zu fassen, hält sich fest. Sein Händchen, das ihm stets auf dem Fuß folgt, ist verschwunden. Panik ergreift ihn. Er tastet sich zur Kajütentür, stößt sie auf. Stickige Luft schlägt ihm entgegen. Der Geruch schwitzender Menschen. Speziell am Glaser Quintett ist, dass wir quasi auf der einen Seite einen Text haben, 1:1, wo man nicht bearbeitet, wo so ist, und auf der anderen Seite Komposition, wo auch für sich steht, jeder steht für sich. Der Text braucht Musik nicht, Musik braucht der Text nicht. Aber es spielt in der gleichen Welt. Und die kennen sich aber noch nicht. Und in der Geschichte bringen wir die zwei Welten zusammen. Es ist quasi wie eine Band, anstatt mit einem Sänger, mit einem Sprecher oder Schauspieler. In einem allerersten Schritt wählt Daniel die Geschichte aus. Das ist wichtig, dass er die Geschichte auswählt, weil er muss für die Musik Platz drin finden. Die Musik muss Platz schaffen für die Musik. Und in einem nächsten Schritt wird die Geschichte eigentlich bearbeitet auf das und zusammengestrichen auf das Grundgerüst, auf die Grundinformationen. Alles, was illustrativ ist, was sich ausbuchtet in irgendwelche Beschreibungen, wird weggestrichen, so dass wir eigentlich nur noch die Fabel haben, die Essenz. Und das ist der nächste Schritt. Und der übernächste Schritt ist, dass Daniel sich zurückzieht, nachdem er 2-3 Mal das Stück gelesen hat oder die Geschichte gelesen hat und dann die Musik dazu setzt, schreibt. Die Dampfmaschine, der Wind, die Wellen und selbst die Zeit. Es ist kein Laut mehr zu vernehmen. Dann gibt es etwas Magisches, weil es das gibt es ja relativ selten. Es gibt ja Lesungen, die zwischen die Musik hat, die das unterstützt. Aber dass die wirklich die gleiche Geschichte parallel erzählen und so verwoben ineinander werden, gibt es eigentlich relativ selten. Und die Idee dahinter ist, dass die Musik etwas weiter erzählt über den Text, über die Geschichte aus. Oder? Über das wirklich klar verständliche, explizite, dass es quasi wie hinter die Figuren, hinter die Geschichten, Biografien und so weiter im Text geht. Das Ziel meiner Fahrt ist mein Zuhause und meine Frau, die auf mich wartet. Die Figuren, die in diesem Delfin, in dieser Geschichte vorkommen, die werden nun angespielt. Die erhalten eine Stimme, die erhalten eine Sprache, die erhalten eine Körperlichkeit, die erhalten auch Raum, da können sie sich ausdehnen im Raum und es geht immer wieder zurück ins Erzählen, der Wechsel von den Figuren in die Erzählung und wieder zurück und in die Musik und wieder zurück. Das ist ein nächster Schritt, eine Weiterentwicklung des Glauser Quintetts. Mm-hmm.